Auf dein Zeichen! Zum Feuern, Captain! Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie bricht! Feuer! Wurden getroffen, Sir! Mars- und Topsegel werden! Sie stehen am Tor zur Hölle! Feuer! Heb den Befehl, Sir! Feuer! Bereit zu feiern, Sir! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungefähr!
Gegnerschiff! Schieß! Feuer! Feuer! Das Treffer könnten Sie abbringen! Sieht schlecht aus! Sind fast Kleinholz, Captain! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Gott, Hattie, was ist denn hier geschehen? Du bist geschehen, Edward. Der Schaden von vor 6 Jahren ist noch nicht verheilt. Es ist nicht leicht, mich zum Freund zu haben, oder? Bist du deshalb hier? Neben jemandem zu kämpfen, der so von Reichtum und Ruhm besessen ist, ist ein hartes Los, Edward. Und ich habe erkannt, dass die Assassinen und ihr Credo ein ehrenvollerer Kurs sind. War ich zu hart zu dir? Nein. Jahrelang streifte ich umher, nahm mir alles, was mir gefiel und scherte mich nicht um die, die ich verletzte. Nun stehe ich hier, mit Reichtum und einem Ruf, doch keinen Deut klüger als einst. Und wenn ich zurückblicke auf den Kurs, den ich einschlug, so ist mir kein Mann und keine Frau geblieben, für die ich liebe. Es ist noch Zeit, das zu ändern, Captain Kenway. Mary. Bevor sie starb, bat sie mich, alles in Ordnung zu bringen.
zu richten, was ich zerbrach. Könnt ihr mir helfen? Mary hat euch sehr gern gehabt, Edward. Sie sah etwas in eurer Haltung, das ihr Hoffnung gab. Ihr würdet euch uns eines Tages anschließen. Ei, das sagte sie. Und was haltet ihr von unserem Credo? Schwer zu sagen. Denn wenn gar nichts wahr ist, warum noch an irgendwas glauben? Und wenn wahrhaft alles erlaubt ist, warum nicht jeder Laune folgen? Ja, warum nicht? Es mag sein, dass diese Idee nur der Ursprung einer Weisheit ist. Nicht seine finale Form. Ein gewaltiger Fortschritt gegenüber dem Edward, den ich vor vielen Jahren traf. Also, was denkt ihr? Ich muss mich noch daran gewöhnen. Der zweite Angriff diesen Monat. Ich hätte schon vor Jahren umsiedeln sollen. Ich habe das alles zu verantworten. Doch nun werde ich euch beistehen. Es bedarf mehr als ein paar Gefallen, um ein wahrer Assassine zu sein, Edward. Ein Schritt nach dem anderen. No, estuve en la enfermería del cuartel, sudando como un pollo. Por la maldita. ¡Lo tengo encañonado! ¡Lo he encontrado! ¡Dadle por el flanco! ¡Venceremos a esos gusanos! Tengo un disparo claro. ¡Tiro un ladrillo mío! ¡Te tengo encañonado! ¡Buen la mía! ¡Enemigo a tiro, señor! Schön, dich hier zu sehen, Bruder.
Du in der Mira! Schnell und sauber, Edmund. Sie verdienen einen gnädigen Tod. Lo veo directamente. ¡Se está yendo! Der diesen Angriff führte. Tötet ihn! Der Feigling versteckt sich auf seinem Schiff. Thank you.
y las pistolas! ¡Pólvora seca! ¡Tened vuestros sables a mano! Bueno, al menos por aquí hace bueno. ¿Sí? ¡No te... Diesmal habt ihr unseren Dank, Edward. Nun seid ihr willkommen. Hab Dank, Sir. Ich ruhe mich etwas aus vor der Weiterreise, wenn ich darf. Wie geht's Ihrem Kind? Sie ist sehr stark, aber nicht unbesiegbar. Edward. Es tut mir schrecklich leid. Wäre ich noch im Kerker, hätten sie ihn mir abgenommen. Aber er würde noch leben. Vielleicht will Gott mir damit sagen, ich sei nicht bereit, eine Mutter zu sein, so wie ich mich aufführe. Fluchen und trinken und kämpfen. Du hast ein Kämpferherz, Ei. Im Kerker hörte ich Geschichten von der großen Anne Bonny und Mary Read, die es mit der ganzen Royal Navy aufnahmen. Nur ihr beide. Das ist wahr. Und wir hätten gewonnen, wenn Jack und die Jungs nicht betrunken unter Deck gelegen hätten. Ach, Edward. Alle sind fort, nicht wahr? Mary, Rackham, Thatch. Und der Rest? Ich vermisse sie sehr. So rau es auch war. Spürst du das auch? Diese Leere im Inneren? Tu ich. Teufel auch. Bist du euch. Ich weiß sehr wohl, wie meine Ziele aussehen. Doch wie finde ich sie? Wir haben Spione und Helfer in jeder Stadt. Besucht unsere Büros, dort bekommt ihr Hilfe. Das gilt für Torres und Rogers. Doch Bartholomew Roberts ist nicht in einer Stadt. Das kann Monate dauern. Oder Jahre. Doch ihr seid talentiert und habt Qualität, Captain Campbell. Ich glaube, ihr findet ihn. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du dich jederzeit auf deinen Quartiermeister verlassen. Quartiermeister, wie lautet unser Kurs? Nach Westen, Captain, sofern Kingston noch unser Ziel ist. Das ist es, Miss Bonnie. Den Befehl. Anker lichten und Segel setzen, Männer. Wir segeln nach Jamaika. Wie fühlt es sich an, so laut zu brüllen? Ich war schon lauter. Und zu Männern auch gröber. Hinter der Theke im Old Avery, meinst du? Ja, unter anderem. Außerdem bin ich mit Mary und Rackham gesegelt. Vergiss das nicht. Natürlich. Mary hat sich um das Schiff gekümmert. Jack erledigte das Trinken. Hat Mary... Hat sie dir je verraten, wer der Vater des Kindes war? Es war ein junger Bursche. Ein Seemann auf unserer letzten Fahrt. Der arme Kerl kam im Kampf ums Leben. Der einzige Mann nüchtern genug, sich zu wehren. Es gibt so vieles, was ich von Mary nicht wusste. Ich hieß sie einen Freund. Doch war ich auch einer für sie? Sie hielt große Stücke auf dich. Mach dir deshalb keine Sorgen. Ah. Gut, das zu hören. Lawrence! Lawrence!
Seht mal hier, da ist etwas in der Tiefe unter uns. Von Steuerbord! Ja, eine Art Frachter, Sir. You require my services? Mutually agreeable, I'm sure. Ich halte euch im Rücken frei. Captain Kenway. Ihr habt etwas für mich? Den Aufenthaltsort des Templers Woods Rogers. Er ist auf einer kleinen politischen Feier, also seid leise. Man munkelt, King George bestellt Rogers zurück nach London. Aye, unzufrieden mit seinem Fortschritt in Nassau. Weil es immer noch zu viele Piraten gibt, habe ich gehört. Du musst dich verkleiden, um die Puderquasten auf der Feier zu täuschen. Ich schlage diesen Diplomaten vor. Ruggiero Ferraro. Der steht schon lange auf unserer Liste. Ich verstehe. Sendet ihr das hier nach England für mich? Aye. Morgen läuft ein Schiff aus. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, Bristol. Thank you.
Denn ich habe fertig, verdammt. Va bene. Ich bin bereit. Gehen wir. Keinerlei Schönheit, keinerlei Lebensfreude, kein ästhetischer Plan. Ihr lauft herum wie die Tiere, wie das Vieh ohne jeglichen Anstand. Va bene. Diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit, keinerlei Lebensfreude, kein ästhetischer Plan. Ihr lauft herum wie die Tiere, wie das Vieh ohne jeglichen Anstand. Reiset in Herren für importierte Weine. Salve. Bitte verzeihte mir meine Verspätung. Ich bin Ruggiero Ferraro. Hi, Mr. Ferraro. Kein Problem. Ladies and Gentlemen, einen Toast auf meine kurze Zeit als Gouverneur der Bahamas. Denn unter meiner Führung haben stolze 300 Piraten das Generalpardon akzeptiert und der Krone die Treue geschworen. Und doch, trotz all meiner Erfolge, beliebt seine Majestät mich zu entlassen und beruft mich zurück nach England. Bravo! Gott segne. Darum hurra! Hurra auf die ehrlosen und ignoranten Schnösel, die mit einem Stock im Arsch die Welt regieren! Hurra! Und wie geht es Mrs. Rogers heute? Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe sicher nicht vor, sie danach zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide... Bitte verzeiht meine Neugier, Governor. Erzählt sich Rogers, dass ihr euch mit diesem Spanier angefreundet habt. Laureano Torres. Ist das wahr?
ist es und ich bin stolz darauf. Torres war ein Gouverneur wie ich. Und wie ich hat er voller Hingabe für Gerechtigkeit gesorgt. Ich sage, das sind stilvolle Gewänder, doch bei dieser Hitze hier sicher nicht bequem. Sie. Doch für Männer mit Geschmack, so wie uns beide, muss die Form immer über Funktion obsiegen. Perhaps I'll return to London for a few seasons. They make life impossible for honest traders. Guten Tag, Freund. Mach's weit. Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe sicher nicht vor, Sie danach zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide wohl das Beste. Bitte verzeiht meine Neugier, Governor. Vielleicht bin ich später freundlicher, wenn sich mein Verstand verabschiedet hat. Noch nicht fest, gewiss nicht. Wenn der König mich anhört, kommt er sicher zu einer vernünftigen Lösung. Mrs. Rogers heute? Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe sicher nicht vor, Sie danach zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide wohl das Beste. Bitte verzeiht meine Neugier, Governor. Vielleicht bin ich später freundlicher, wenn sich mein Verstand verabschiedet hat. I don't converse with Dandy Prats. Selbst ein Freibeuter. Warum hast du so wenig Respekt vor Männern, die nur ihren eigenen Weg gehen wollen? Du wirst meine Gründe niemals verstehen können, Cretin. Du, der du im Leben immer nur zerstört hast, was unsere Zivilisation groß macht. Ich kann es verstehen. Ich sah das Observatorium und kenne seine Macht. Du würdest damit doch nur spionieren, erpressen und sabotieren. Ja. Und alles für einen höheren Zweck. Für die Gerechtigkeit. Um Lügen zu ersticken und Wahrheit zu suchen. Kein Mensch auf Erden braucht eine solche Macht. Und doch erträgst du es, dass Roberts es nutzt. Nein. Ich hole es zurück. Und wenn du mir sagst, wo er ist, halte ich ihn auf. Hier, am Ende der Klinge, finde ich doch noch einen Freund in dir. Principe, verrückter Hund. Unsere Quellen sagen, Principe. Oh hell, need to get out of this. Dieser Mann da, der Italiener, der war's!
wieder je. Erledigt. Wohin jetzt? Pack deine 7 Sachen, wir segeln nach Afrika. Du wurdest als Leitmatrose für unser feines Kriegsschiff auserwählt. Ich bin nicht mal Seemann. Du bist doch Miss Sugar. So viel Segel! Thank you.
Wer war das? Das war ein riesiges Schiff. Die Royal Fortune. Roberts. Ohne jede Gnade. Sagten kein Wort.
Halbes Segel, fangt etwas Wind ein. Alle außer Großbergen. Alle setzen und schafft zum Wind ausrichten. Weicht den Beschuss aus, Captain. Raus aus dem Wind! Segel setzen, Bewegung! Kopfsegel! Feuer! Gib mir etwas Fahrt! Ja! Mars- und Kopfsegelwerk! Hebt den Befehl, Sir! Alle Flieger holen! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Getroffen, Captain! Feuer! Feuer! Kanone bereit! Feuer! Warten auf dein Zeichen! Feuer! Segelberg! Alle Segel, Bewegung! Vorsicht, Edward! Macht
bereit! Feindliches Feuer! Da, Rosa! Bereit machen für Aufschlag! Ein wahrer Mannschwung, Captain! Besser als in der Schenke zu arbeiten, oder? Gegner feuert! Raus aus der Höhe! Feuer! Hebt den Befehl, Sir! Feuer! Bringt die Hauptsegel in den Wind! Alle außer Großberg! Wir können alles setzen und schaffen zum Wind ausrichten! Achtung! Feuer! Macht euch bereit! Feuer! Voll erwischt! Das ich brauche. Ich werde selbst an Bord gehen. An die Kanone! Noch mehr Futter für euch im Anmaß! Großsegel setzen! Ich wünsche euch richtig Krieg! Holt die Landkraft ein! So hoch sind meine Ziele nicht. Frieden ist nur eine kurze Verwirrung zwischen zwei Kriegen. Da
dann bist du ein Stoiker. Vielleicht habe ich mich in dir geirrt. Sie hätte bestimmt noch Verwendung für dich gefunden. Sie? Von wem sprichst du? Oh, sie, die stets wartet. Verschüttet. Ich hatte gehofft, sie zu finden, sie wiederzusehen. Die Tür des Tempels zu öffnen, zu hören, wie sie meinen Namen spricht. Aida. Du spinnst, Mann. Oh, ich wurde zu früh geboren. Wie so viele andere vor mir. Wo ist der Apparat, Roberts? Zerstöre diesen Körper, Edward. Die Templer, wenn sie mich kriegen. Sie rammen, Sir! Kanone bereit!